Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich aus der Zentralschweiz, das erste Mal hier von unserem Stadler Flirt 1. Wir fahren auf der neuen Strecke Luzern-Sursee, gestern erschienen. Wir müssen auch schon wieder die Tür zumachen, allerdings noch den Führerstand aufrüsten. Generalschlüssel ist schon auf an, glaube ich. Nee, noch nicht. Einmal freigeschaltet, Fahrtrichtungswendern Vorwärtsstellung. Stromabnehmer ist oben. Aha, nicht schlecht, nicht schlecht. So, was können wir noch machen? Fahrgastraumbeleuchtung an. Hier können wir das Führerstandslicht anmachen. Machen wir auch mal kurz. Dann einmal ETCS an. Level 0 an. Level 1 an. Bestätigen. So, und dann können wir auch schon... Nee, das war richtig mit 40... ausfahren. Dazu einmal die Bremse lösen. Und auf geht's. Interessant, die Gleise hier. Aha. Okay. Wir dürfen 100 fahren, also einmal den V-Sollsteller hoch. So, ist erreicht. Und das nächste Mal halten wir in Sempach Neunkirch. Okay, doch nicht. Ich dachte, wir dürften 100 fahren. Doch, dürfen wir. Ja, neu erschienene Strecke, neues Spielzeug, Stadler Flirt 1. Das erste Mal ein Zug von Stadler im TSW. Und ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Der hat einiges auf dem Kasten. Die Strecke ist ganz hübsch, wie ich finde, bisher. Wir gucken uns auch hier einiges an. Das ist jetzt weniger wirklich eine Fahrt, um einfach nur zu fahren, sondern es geht halt vielmehr darum, dass wir einfach mal uns angucken und austesten, was wir hier so haben. Bei am Bahnhof von Oberkirch. So, wir geben volle Leistung. Hier, wir haben diesen Kombihebel, bremsen und fahren. Hier vorne haben wir die Zugbremse, was bedienbar ist. Das finde ich ganz cool. Ist hier der die Zugzielanzeige. Man kann auch tatsächlich sich hier über die Nummern da eigene Ziele setzen, wenn man Bescheid weiß, wie das funktioniert. So, 160 sind erreicht. See. Auch sehr schön hier. Mhm. Hübsch, hübsch. Okay, also ETCS ist hier schon so ein bisschen am Rumspinnen. Es ist nicht ganz fehlerfrei, daher gucke ich immer wieder ins HUD rein. Und sehe, dass wir jetzt auf 125 gleich runter müssen. Deshalb gehe ich schon mal jetzt langsam in die Bremse rein, weil ich nicht eine Zwangsbremsung bekommen möchte. Aber schön, entlang des... Oh, ist das laut.
Das meinte ich. Da wird nämlich keine Bremskurve wahnwitzigerweise angezeigt. Und dementsprechend kriegt man dann hier eine Zwangsbremsung. Da fehlen so ein bisschen die Sounds. Beim Bahnübergang. Was ist das? Oh, wie cool. Kleiner Bootsverleiher. So, ach, wir sind viel zu langsam. Weil wir müssen gleich halten. Ja, da sehen wir auch hier die Bremskurve. Und jetzt bremsen wir mal. Na, Ruckler. Das war gerade ein ordentlicher Ruckler. So, Sempach-Neunkirch. Wir fahren übrigens einen regionalen Express, heißt also, wir halten heute an recht wenigen Bahnsteigen. So, und dann halten wir jetzt mal an. Und geben die Türen links frei. So. Also sieht schon schön aus, ne? Da kann man nicht meckern. Und auch hier die Umgebung ist von der Ausgestaltung ganz hübsch. Interessant, dass. Also, ich wollte gerade sagen, interessant, dass dieses Signal auf Grün steht dafür. Aber wir sind ja in der Schweiz. Das Signal ist unseres. So, wir müssen auch schon wieder die Türen zumachen. Hier, Fahrdienstleiter lässt sich übrigens auch über das Telefon hier kontaktieren. Okay, wir dürfen 160 wieder hoch. Oder? Nee. Na, 20. So. Also schön wäre halt schon, wenn hier, weiß nicht, noch so ein Güterwagen abgestellt werden würde. Okay, dahinter sieht es dann nicht mehr ganz so schön aus, ne? Von der Gestaltung her. Ja, von Rivet Games, nicht von DTG selbst gebaut. Ist am Donnerstag erschienen zum Preis von, ich glaube, 24 Euro. Mit einem 10% Rabatt, wenn man das vorgestellt hat. Schon wieder ein kaputtes Haus. Was ist denn los in der Schweiz? Traktor. Farming Simulator lässt grüßen. So, Balise. Gab es jetzt keine neue Info für uns. 2,6 Kilometer dann halten wir. Also ich finde es soundtechnisch eigentlich ganz okay vom Flirt.
Interessant, interessant hier. Wird noch gebaut. Das hier ist übrigens ein IKEA in Realität. Da steht ideal. In Realität ist es ein IKEA. So. Ups. Ich wollte keine Vollbremsung einleiten. Aber dadurch sehen wir jetzt im Grunde genommen durch diese gelbe, durch diesen gelben Kreis, das ist unsere Bremskurve. Das wird komplett runterlaufen. Ah, Landschaftsgestaltung ist okay. Besser als bei Arosa, ehrlicherweise. Wir müssen mal, ich denke mal, vor dem beziehungsweise am Bahnsteigsende wird das Hauptsignal stehen. Ich fahre jetzt nämlich gerade das allererste Mal hier auf der Strecke. Daher weiß ich das nicht so ganz. Gucken wir, dass wir die Bremskurve einhalten. Unteres Futterhaus. Mhm. Steht in Realität bestimmt auch irgendwas anderes drauf. Ist wie das IKEA. Okay. Das war jetzt sehr, sehr komisch. Also das System hätte uns eigentlich da vorne in diesem Sperrsignal auf 0 runtergedrückt, aber das Sperrsignal stand ja auf Fahrt. So, hier müssen wir anhalten. Nicht am Sperrsignal. Also da definitiv, wie gesagt, das war jetzt einer dieser Fehler, die noch mit drin sind. Von denen ich hoffe, dass sie noch verbessert werden. Okay, Türen links auf. Haben auch hier übrigens einen sehr, sehr schönen Innenraum, auch mit halbwegs funktionierender Anzeige. Bitte einsteigen. Werde virtueller Lokführer und hilf uns täglich Menschen zu bewegen. Mehr Leistung als dein Benzin. Mhm. Nouveau Demandant. Tür zu. Okay, Signal steht auf Fahrt. Sorry. Ja, schlechte Kameraführung und so. Hat mich hier ETCS wieder erschreckt. Aber jetzt dürfen wir auf jeden Fall hoch auf die 120 und halten dann den Emmenbrücke Gleis 2.
Ach, das war jetzt schon eine Zwangsbremsung, ne? Ja, also was das angeht, da muss Rivet wirklich, wirklich, wirklich nochmal ran. Ich habe jetzt keine Bremskurve gesehen auf 90. RBG. Also halt das Problem, wenn man ohne HUD fährt. Ja, wobei man müsste ja theoretisch ohne HUD fahren können. Aber schön die Häuser hier. Also wirklich, also was das angeht, echt Hut ab. Das sieht echt gut aus. Von der Gestaltung der Szenerie drumherum. Da hat Rivet ganze Arbeit geleistet. Riesenverbesserung im Vergleich zu Arosa. Schön hier so erhöht. Also ich muss sagen, die Berge gefallen mir definitiv besser als bei Arosa. Ganz klar. Mein Kollege. Hier halten wir nicht. So, 85 darf hier gefahren werden. So, und Halter erwarten. Jawohl. ETCS ist das drauf angesprungen. Ja, also wir haben jetzt das erste Mal eine Normalspurstrecke aus der Schweiz. Das erste Mal einen Stadlerzug in der Schweiz. Das erste Mal einen Stadlerzug im TSW. Und das erste Mal offiziell SBB im TSW. Mit einem Fahrzeug, richtig. Also schon, kann sich sehen lassen. Ah, eine Streckenkarte. So. Ja, eher eine kurze Strecke, ne? Das muss man definitiv sagen. Da auch noch. Welcome to Luzern. Verspätung? Boah, nee. Das geht doch gar nicht in der Schweiz. Kann uns doch natürlich hier hinsetzen, ne, auf die Fahrgastsitze. Sitzen ein bisschen tief, oder?
So, dann einmal die Tür zu. Türen sind zu. Und auf geht's. Okay, wir haben keine... Normalerweise kann man mit den Pfeiltasten rechts, links die Kameraansichten wechseln. Aber wir haben da jetzt keine Seitenansicht. So, wir dürfen nur 40 fahren. Ah, das sieht schon schön aus. Sieht schon sehr nach Schweiz aus. Ja, das muss man definitiv sagen. So, 90. Das ist, glaube ich, eine Autobahn, kann das sein? Hier steht übrigens in Realität ein Zaun zwischen Gleis und Straße. Der ist leider nicht da. Und das hier links ist eine ganz wichtige Zufahrt in Richtung, ich glaube, Basel. Da geht es auch erstmal nur eingleisig interessanterweise rein. Das wird aber sehr stark frequentiert hier, dieser Streckenteil. So, und dann sind wir auch gleich schon in Luzern. Eher eine kurze Strecke, definitiv der große Nachteil dieser Strecke, die Länge. Wir fahren noch gar nicht nach Gütsch, wir fahren noch nach Luzern. Kann es ja mal wechseln. Emmenbrücke, Basel. Egal, bevor wir jetzt noch eine Zwangspausung bekommen. Kann sein, dass die Kurvenüberhöhung fehlt. Ja. Schön. Knöpfe dimmen. Manometer dimmen. Weiß ich jetzt nicht, warum ich da eine Zwangsansammlung bekommen habe, aber okay. Was macht das denn? Dieses Knöpfe dimmen, Manometer dimmen? Habe ich jetzt nicht ganz den Sinn dahinter entdeckt. Kann man hier eigentlich in irgendeiner Form das die Spitzensignale einstellen? Was kann ich denn sonst noch hier so machen? Entkuppeln. Warnlichter ein. Machen wir die wieder aus, Spitzensignale. Jetzt habe ich es kaputt gemacht, jetzt haben wir keine Spitzensignale mehr. Doch jetzt. Also entweder ich bin blind oder, also das finde ich echt frustrierend, muss ich wirklich sagen. Also das ist, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel da mein eigenes Zutun ist.
Also wie viel ich da jetzt verkackt habe. Vielleicht ist es einfach die fehlende Fahrpraxis, ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie jetzt nicht Bescheid bekommen zu haben, dass jetzt eine Geschwindigkeitsreduzierung folgt. Und wenn das wirklich so ist, dann ist das eine schwache Leistung von Rivet. Eine extremst schwache Leistung von Rivet, was das Zugsicherungssystem angeht. Ganz hübsch. Gut, hier endet dann auch unsere erste Fahrt auf Luzern. Das ist so gesehen. Da werden noch ein paar Folgen. Ich danke euch fürs Zusehen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Dann halten wir jetzt hier noch an. Machen die Türen auf. Jawohl, und mit diesem Bild hier, mit dem falschen Zugziel offensichtlich, verabschiede ich mich euch, verabschiede ich mich von euch. Alles Liebe, alles Gute.